Weiter geht es mit Civilization. Schön, dass ihr dabei seid. Ich finde auch gut, dass ich dabei bin. Das führt dazu, dass das Spiel ein bisschen schneller vorangeht. Finde ich persönlich. Mittlerweile schon Runde 92. Es geht echt fix hier. Noch auch keinen Krieg. Ein paar Barbarenkämpfe zu Beginn. Noch können wir friedlich expandieren. Wir haben das große Glück, dass hin und wieder ein Vulkan, nein, das große Glück, dass unser direkter Nachbar Menelik von einem überstarken Nachbarn ein Stück weiter in die Zange genommen wird und total fertig gemacht wird. Und deshalb kann er uns nicht überfallen. Das finde ich klasse. Jedes Mal, wenn der Vulkan hier oben explodiert, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass diese Geländefelder hier höhere Erträge geben. Die Gewürze, wenn eine Modernisierung draufstehen würde, eine Plantage, könnte die zerstört werden. Aber ich glaube, Gewürze haben wir schon durch irgendeine andere Geschichte. Da bin ich mir allerdings nicht sicher. Kann auch sein, dass ich mir das gerade nur einbilde und da fantasiere hier. Schon wieder eine Runde weiter. Im Chat wird gerade gesagt, im Moment. Die Sichtbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Im Moment, Mitte Dezember 2023, seien Zitate so viele gute Spiele da, die WB vorstellt, meint ein gewisser Widersnedir. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich all die interessanten Spiele, die in diesen Wochen Release feiern, wie ich die auch nur ansatzweise im Programm unterbringen kann, bei etwa 6 Programmplätzen pro Woche. 5 Streams, ein Doppelter. Ich weiß kaum, wie ich das hinkriegen soll. Diverse Casus Bellis werden freigeschaltet. Wir könnten Stadtmauern schneller bauen, haben wir im Augenblick gar keine Notwendigkeit für. Wir können einen Gouverneurstitel und den nutzen wir in... Das ist Timing, Leute. Also wenn es kein anderer jetzt spontan in Chat schreibt, sage ich mal in aller mir als Gottkönig gegebenen Bescheidenheit, kniet nieder für euren Pharao. Das ist Timing. Das ist durch hohe Sith-Kenntnisse gar nicht richtig erklärbar. Das muss göttlicher Fügung und Einsicht sein. In dem Augenblick, wo er den Gouverneur bekommen, ist er da. Hier vor Ort. Ja, also falls ihr das gerne, diese kleine Geste machen wollt, kniet gerne nieder. Nein, im Ernst. Also ein bisschen Glück braucht man auch. Hier gründen wir eine neue Stadt. Ich hoffe, das klappt. Minus 12 Loyalitätsdruck. Eine Stadt gründen, bitte. Memphis ist da, will sofort rebellieren. Schicken schnell mal einen Gouverneur rüber. Wer soll es sein? Wen hättet ihr gerne vor Ort? Was würdet ihr halten von Reyna? Durch die wir etwas schneller neue Geländefelder bekommen. Victor, ihr habt Angst vor einem Krieg? Wieso denn Victor? Oder weil Victor so schnell pendeln kann? Ich glaube, hier werden wir länger jemand brauchen. Glaubt ihr wirklich, wir würden von den Griechen angegriffen werden? Von meinem guten Freund Dr. Perversicles? Der Mann, von dem ich gegen Geld Zucker annehme? Glaubt ihr wirklich, der würde uns irgendwie in eine Falle locken? Ein Mann, der so freundlich aussieht? Ich bin für Rainer. Eindeutig Rainer. Ja, er meint wirklich, er ist gefährlich. Wir schicken Rainer da. Reyna gibt mit ihrer ersten Beförderung, mit ihrer zweiten Beförderung, Forstverwaltung für jede nicht modernisierte Geländeart plus 2 Gold. Geländearten waren zum Beispiel Vulkanerde. Aber hier vorne haben wir relativ wenig. Das ist zum Beispiel eine Geländeart. Ich glaube, ist Schwemmland auch eine Geländeart spieltechnisch. Schwemmland. Wüstenschwemmland, Grasschwemmland, Ebenschwemmland ist eine Geländeart. Wenn wir die nicht modernisieren würden, würden wir extra Erträge bekommen. Könnte man auch hier machen vielleicht. Hier vorne, Wale. Jetzt würde ich gerne kaufen das Monument. Dafür brauchen wir 240 Flocken. Das wird uns lokal vor Ort bringen. Eine Loyalität mehr.
Das ist jetzt nicht so entscheidend. Sie selber gibt hier plus 4. Oh, 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 oh. Haben wir irgendwelche Politikkarten, die wir jetzt reinnehmen können, die uns noch etwas Loyalität geben? Ja. 2 Loyalität mehr durch Limatenei. Hier die Disziplin ersetzen. Mit Gouverneur nochmal 2 mehr. 4 mehr hierdurch. 4 Loyalität mehr. Brauchen wir noch die Siedlerkarte? Wir gucken erstmal, wie lange die nächste Forschung läuft. Die nächste Forschung wird sein. Der Feudalismuswald schon angeforscht. Noch ein Gouverneurstitel. Die Mittelaltermärkte. Brauchen wir im Augenblick nicht. Spieleunterholung. Für 4 Runden brauchen wir auch nicht. Unbedingt. Ein Unterhaltungsdistrikt auch noch nicht. Ich würde tatsächlich versuchen, weiter in Richtung Feudalismus zu gehen. Für die coole Handwerkerkarte. Mit 2 extra Aktionen. Also, ich würde mal sagen, damit wir ja keine zu großen Probleme bekommen. Wald und Gelände. Dschungel seien Geländearten, heißt es im Chat. Wälder ja, Regenwald auch, ja. Ich würde mal sagen, wir holen uns wirklich die 4 Loyalität mehr. Achso, wir wollten gucken, ob wir die Siedlerkarte brauchen noch. Wie lange? Brauchen wir die noch 9 Runden lang? Nein, es ist kein Siedler mehr im Bau. Der letzte wurde gerade fertiggestellt. Brauchen wir noch die klassische Republik, die uns gibt, in der einen Stadt mit dem Bezirk einen Wohnraum unter einer Annehmlichkeit? Ja, lassen wir. Und wir nehmen die Siedlerkarte raus. Mehr Handwerker schneller im Bau. Ilkum. Und die beiden hier. Ja? Wir haben eine heilige Stätte, die hört den höheren Nachbarschaftsbonus, aber wir wollen ja ein paar Handwerker produzieren, ne? Oder? Wir produzieren einen Handwerker hier. Ganz viele Handwerker sind im Bau. Das heißt, wir machen wie besprochen, dass wir die Siedlerkarte rausnehmen und austauschen gegen die Handwerker. Dass wir für 4 Loyalität sorgen über die Sachen, die wir gerade, die Karten, die ich euch gerade vorgestellt hatte, nämlich über die Limatenei und über den charismatischen Anführer. Ja? Genau. Nein, nein, nein. Wieso nein, nein, nein? Ach so, ihr hattet Angst, ich hätte, würde die, obwohl ich die gerade lang und breit begründet habe, auch nicht einsetzen. Alles gut? So, dann haben wir jetzt alles entsprechend gemacht. 2 Loyalität, 4 Loyalität, eine Produktion und Handwerker schneller. Dann hier vorne wieder hin mit dem Siedler. Handwerker, wir haben die Handwerkerkarte drin. Wir hätten in 9 Runden, hätten wir allerdings mehr Erträge. Im Augenblick haben wir die Politikkarte drin, durch die die Handwerker schneller produziert werden. Und wenn wir die Rekrutierung der Handwerker nicht innerhalb der nächsten 9 Runden abschließen, sondern kurz vorher stoppen, dann holen wir uns, wechseln wir dann die Politikkarten und die schneller angebauten Handwerker geben dann 2 Aktionen mehr. Ja? Okay? Das heißt, den lassen wir noch 2 Runden bauen, den noch 3 Runden bauen. Das Monument dauert hier zu lange. Ich würde das Monument nicht 17 Runden bauen, dann könnten wir es auch früher schon kaufen. Allerdings, wir können Sachen auch woanders kaufen, hier gibt es genug Produktion. Ich würde es tatsächlich bauen, es sei denn, wir finden eine Goldquelle irgendwo. Sehr viel Gold ist bei Perikles. Wird er uns sehr viel Gold geben, zum Beispiel für unsere Gunst? 8 Gold in dieser Spielphase. Leute, richtig viel. Danke an Medienspürnase. Abo verschenkt an Odin. Danke dir. Das ist richtig viel. Oh lala. Zucker bekommen wir schon von ihm.
Wow, ist das krass. Also das ist in dieser Spielphase, das ist echt ein Fang. 39, also 8 Gold, ich glaube in der letzten Partie, die wir hatten mit Yonglo und China. Ich glaube in keiner einzigen Spielphase, in keiner Runde haben wir von irgendjemandem mehr als 7 Gold bekommen für einmal Gunst. Und der Gunstpreis steigt oft an im Laufe einer Partie. Und wenn er uns jetzt 8 gibt pro Stück im Schnitt, wow. Das ist echt cool hier. Das hilft uns extrem. Das nehmen wir an. Und dann können wir das Monument ja gleich sogar schon kaufen. Das uns 2 Loyalität mehr bringt und damit uns schützt vor seinem Loyalitätsdruck. Einmal kaufen, bitte. Das ist echt sehr cool hier. Jetzt bauen wir hier. Sollen wir auch hier mal die heiligen Städte mal markieren und die anderen Distrikte? Wo könnte man hier was hinsetzen? Gar nichts. Gar nichts nirgendwo hin. Auf jeden Fall ein Hafen. Das war egal, ob hier oder dort. Das kommt später. Heilige Stätten, wir haben, ist auch Mau, heilige Stätten, nehmen von 2 benachbarten Wäldern jeweils einen Punkt, einen Nachbarschaftspunkt, aber richtig cool ist das hier nicht. Ich sehe kein wirklich gutes Feld. Wir schauen mal, ob wir irgendwo ein Riff hier aufgedeckt haben. Aber ich befürchte das nicht. Weil Riffe geben benachbarten Campus-Distrikten. Plus 2. Hier auf der Bananenressource, die würde ich aber gerne lassen. Hier unten eins ist zu weit weg. Oh lala, da vorne ist eins. Das heißt, wir könnten im zweiten Feld vom Campus, vom Vulkan aus. Nee, das soll ja hier der Campus werden. Das war's. Das haut mich nicht vom Hocker. Handelsbezirk könnte man machen. Das wäre eine Möglichkeit. Im Chat wird über einen Regierungsplatz nachgedacht, weil wir ja Schwemmlandfelder haben. Allerdings spielen wir als Ägypter und die Ägypter erleiden keinen Schaden durch Überschwemmungen. Das heißt, unsere Motivation, einen Staudamm zu bauen, ist geringer als sonst. Staudamm gibt natürlich plus 2 Nachbarschaftsbonus für Industriebezirke, das ist es allerdings auch schon. Und jetzt über Staudämme nachzukommen, gucken, das ist mir alles viel zu früh hier. Also ich sehe im Augenblick keine Notwendigkeit. Ich würde ja eigentlich erstmal normal investieren in Stadtmauer. Schutz vor Schiffen, die ja kommen. Das ist eine Stadt hier in der Nähe halt. Regierungsplatz bringt Loyalität, aber ich sehe derzeit keine Loyalitätsprobleme mehr. Wenn die Stadt hier gegründet wird, mit dem Siedler, der hier unterwegs ist, haben wir hier 3 Städte. Und da sollten wir eigentlich standhalten. Da sollten wir sogar mehr Druck ausüben als die anderen. Ja. Also ich sehe im Augenblick keinen Kommentar im Chat, der nach meiner Meinung jetzt nicht sofort umsetzen müsste. Ich würde sagen, Stadtmauer, die Wassermühle wird uns plus 2 Nahrung geben und eine Produktion, sobald wir die Maisressource angeschlossen haben. Das wäre eine Option. Kornspeicher für Wohnraum brauchen wir noch nicht im Nix. Ich würde mit der Stadtmauer anfangen. Oder, nein, wir bauen die Stadtmauern dann, wenn wir alle Städte fertig haben. Wenn alle Städte gebaut worden sind, dann packen wir die Karte rein, durch die man Stadtmauern schneller bauen kann. Die haben wir, glaube ich, schon. Die Limes-Karte hier vorne. Dann ziehen wir das in einem Ruck vor. Ich fange mal hier mit dem Kornspeicher an. Wir bauen den Kornspeicher. Hier unten geht's runter. Ich habe die Möglichkeit, einen Händler loszuschicken. Ja und? Den müsste ich erstmal bauen oder kaufen. Also ich habe die Möglichkeit, ganz viele Dinge zu bauen. Regierungsplätze, Häfen, Handelsdistrikte, Weltwunder. Also was mir hilft, ist ein Ratschlag auf Gottheit, der lautet WB. Bau lieber in der Stadt X, nicht Y, sondern Z. Das hilft mir. Alles andere ist, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und eine Civilization-Partie auf Gottheit auch keins.
Ja, und kaufen kann ich ja auch nichts gerade. Der Händler bringt Gold, kann sein, aber konkret, in welcher Stadt soll ich welches Bauprojekt rausschmeißen, um welches andere zu bauen? Alles andere hilft mir nicht weiter gerade, ja. Wie viele Spielstunden? Ich habe, ich glaube, so um die 3.500. Nein, war nur ein Vorschlag, alles gut hier. Nee, aber das ist, ich habe das jetzt mal, entschuldige dich, beispielhaft mal rausgenommen, weil das sind die letzten Minuten, prasselten hier die Vorschläge rein, wofür ich, was ich alles machen könnte. Und ja, ich kann mir auch, also wenn ihr, einer von euch hier spielen würde auf Gottheit, das, ich könnte auch die ganze Zeit Ideen reinbrüllen. Hey, bau doch mal, ich weiß nicht was, ne? Mit dem Siedler wollten wir hier oben noch eine Stadt gründen, das ist die letzte. Genau. In Memphis auf ein Dreier-Nahrungsfeld wechseln. Ja, wir gründen derzeit, wir haben nicht mehr vor in seiner Nähe. Oh, das stimmt nicht. Oh, Scheibenkleister, wir bauen eine Stadt noch in seiner, ist das noch seine Nähe? Nordwestlich von Mexico City? Ist das eine Stadt noch in seiner Nähe? Wenn ja, dann würde ich ihm nicht das hier sagen, dann würde ich ihm das sagen. 9 Felder Abstand. Ich kann es gerade nicht nachgucken, Leute. Weiß einer von euch, ob die Stadt 9 Felder entfernt sein wird vom nächsten Kulturfeld von ihm? Vom nächsten Stadtfeld von ihm? Ich habe sowas, es ist irgendwas 19 so auf der Kante rum. Leute, wir gehen lieber kein Risiko rein. Wir sagen einmal, mein Volk lässt sich nieder, wo es ihm gefällt, haben einmal Groll und dann gründen wir einmal eine Stadt, das war's dann. Nähe ist relativ, meint Tom Thompson. Leute, lasst uns hier nicht über das Thema Liebesbeziehungen diskutieren. Ihr seid bei WB, aber ihr seid nicht bei Dr. Sommer hier. Ja, tut mir leid. Nein, Leute, der agiert nach einer anderen Nähe. Ich weiß, nee, wir müssen ihn einmal verärgern, mal ganz kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Hier vorne wieder hin. Jetzt müssen wir uns doch überlegen, wo wir die Stadt gründen wollen, Leute. Oh, wir müssen noch irgendwo einen Handwerker rausnehmen. Hier, der ist hier im Bau. Der soll in einer Runde noch nicht fertig sein. Wir bauen ja stattdessen den Schrein. Ziehen wir mal vor. Genau. Und hier der Handwerker 6 Runden und der da vorne in 2. So ist alles okay. So Leute, jetzt mal suchen. Wo gründen wir unsere Stadt? Auf einem der dunkelgrünen Felder. Das hier sind sensationelle Felder in der Nähe von Granada. Je dichter wir nach links hingehen, desto eher billiger können wir die ja zubekommen, wenn wir Gold in die Hand nehmen für Geländefelder zum Beispiel. Gehen wir an die Küste, könnten wir die Bernsteinfelder leichter erschließen. Wir können die aber auch so erschließen. Wir brauchen nicht zwingend einen Hafen oben. Also von hier müssen wir keine Schiffe losschicken. Das ist so weit ab von allem Guten und Bösen. Hardcore fragt, hi, das Spiel ist ja gerade im Angebot. Ja, bei Games Planet. Kann mal einer bitte für Hardcore in den Chat reinschreiben? Ausrufezeichen Ziff ist für wenige Stunden, glaube ich, nur noch im Angebot. Hardcore fragt, würdest du dieses Spiel empfehlen? Oder soll ich lieber beim 5. Teil bleiben? Also in der Kurzfassung, ich persönlich, seitdem Civ 6 rausgekommen ist, spiele ich kein Civ 5 mehr. Ich finde, das Spiel ist viel komplexer als Civ 5 und mittlerweile auch deutlich ausgereifter. Meiner Meinung nach, aber es gibt Leute, die schwören auf Civ 5 und finden Civ 6. Und wäre nie daran gekommen, aber ich persönlich gehöre zu der Hardcore-Civ 6-Fraktion hier, eindeutig. Fragt doch mal die anderen. Könnt ihr mal die anderen, oder ihr könnt auch gerne mal eine Abstimmung machen im Chat. Welches Civ ist das Beste?
liebe Chatmats, wie das mit dir und Co. Civ 6, Civ 5, Civ 4, ein anderes Civ, irgendwas in der Art. Und gerne auch mit Begründung, weil sonst hilft das hier Hardcore, glaube ich, gar nicht weiter. Warum ihr glaubt, dass Civ 6 besser wird. Wo gründen wir hier die Stadt? Den Hafen brauchen wir nicht zwingend hier oben. Weil die Felder hier sind alle langweilig im ersten Ring. Das ist auch ein Überschwemmungsgebiet. Hier kommen wir an die Gewürze, die wir hier schwer bekommen können, weil das immer vom Vulkan kaputt geht. Hier wäre einmal Gewürze, der wäre noch einmal Marmor. Damit sollten wir maximal hier vorne sein, weil es im dritten Ring sein muss. Das wäre ein möglicher Platz hier. Da wurde eben im Chat auch schon mal vor Stunden vorgeschlagen. Ich setze euch mal einen Pin dahin und lasse mal von hier aus planen. Dritter Ring Gewürze, zweiter Ring Marmor. Die beiden Felder im... Das Feld im zweiten Ring. Schwemmlandfelder maximal drei Felder entfernt. Das können wir auch hier abgreifen. Tolles Feld. Oder wir gehen sogar eins hoch und gehen hier vorne hin. Dann sind die nämlich alle hier im zweiten Ring, die beiden. Die Wildfelder könnten wir erschließen, um Wohnraum zu bekommen, aber sie selber geben sehr geringe Nahrungserträge. Aber wenn wir hier runter gehen, kommen wir an die Gewürze nicht mehr ran. Ich finde das Feld sehr gut hier. Das würde ich nehmen. Hier haben wir Schwemmland, das wir nutzen können nachher für Schutzgebiete und anderes. Ja, hier vorne hin die Stadt. Bernstein wäre im dritten Ring hier. Okay. So hätten wir Gewürze und Bernstein. Wir könnten auch ein Stück nach oben hingehen. Da hätten wir beide im zweiten Ring. Problem wäre, die Stadt wächst da nicht richtig. Ne? Weil hier die Erträge, die wirklich Nahrung geben, sind hier unten. Produktion könnte alles ohnehin ein Problem geben. Deshalb würde ich es eigentlich ganz gerne hier unten hin. Eine Runde weiter. Welches Civ ist das Beste? Abstimmung läuft oben im Chat. Civ 4, Civ 5, 6, Civ 6, eins davor. Abstimmung läuft im Chat. Wer der möchte, nimmt gerne dran teil. Ein extra für, wie heißt es nochmal, Hardcore, ne? Glaube ich, oder? Gott, ich hab den... Hardcore, extra für dich. Service, extra für dich. Abstimmung, nur für dich hier. Ein Weltwunder wurde gebaut, die Zeus-Statue, eine weitere Stadt. Stedet-Ash entsteht hier in Memphis. Und wir haben hier keine Probleme mit der Loyalität. Und dann sollten hier die Probleme bald auch... Guck mal hier, plus 3,6 haben wir hinbekommen. Toll, klasse, super. Was bauen wir hier? Was sollen wir hier errichten? Kaufen können wir so schnell nichts. Stadtmauer nachher mit der Stadtmauer Beschleunigungskarte. Ein Hafen hier oder dorthin. Hier bekommen wir gleich Tabak. Hier müssen die Bezirke hin. Wir könnten das Geländefeld vom dritten Ring kaufen von Rakedet und dann hier zwei Bezirke bauen. Aber Geld ist im Augenblick nicht da. Monument oder Kornspeicher bauen? Monument bauen. Weil das sollte ja eigentlich ein bisschen Produktion durchaus geben. Wir müssen noch einen Handwerker gleich hier rausnehmen. Hier vorne, bevor der fertig ist. Aber in 6 Runden die Handwerkerkarten wechseln. Einmal auf Kornspeicher bitte. Checken noch, ob woanders irgendwo ein Handwerker im Bau ist. Ja, aber er ist in 5 Runden. Und wieder eine Runde weiter. Ja,